Eige Meuer, heute laufen wir die Hausstrecke des Ortsvereines Bildstock des Waldvereines. Guten Morgen.
Leute, wir sind groggy. Wir sind jetzt 35 Kilometer gelaufen in einer Affenhitze. Wir können nicht mehr. Der Weg an sich ist echt toll. Ihr habt jede Menge Highlights, ihr habt das Wortsegel, habt Finkengrech. Und es ist eigentlich viele Strecken zum Kilometermachen gedacht. Nur in Anbetracht der Hitze lassen wir uns jetzt am Itzeblitzer Weiher von Markus' Papa abholen. Vielen Dank, Heinz. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Eige Moje! Das letzte Mal haben wir müssen wegen Unfitheit leider nur 30 Kilometer abbrechen. Also erobern wir heute uns, frohgemut und ziemlich fit, die letzte 4,5 Kilometer. Mehr gibt's nicht zu sagen, warum ich einen großen Rucksack dabei habe. Ganz einfach, da ist die Drohne drin und wenn ich schnell noch Glück habe, kann ich am Itzenblitzer war ja noch etwas fliegen. Also, bis später. Was man hier noch schön erleben kann, ist der Pingenpfad. Da auch vor einem Monat Sarah das Fazit gesagt hat, weil ich so kaputt war, jetzt natürlich bin ich wieder fit, sagt jetzt auch Sarah das jetzige Fazit von den letzten 4 bis 5 Kilometern. Also, am Itzenblitzer Weiher ist es natürlich schön wie immer. Heute war natürlich etwas durch den IVV-Lauf an Menschenmasse zu beklagen, aber ansonsten ist es dort recht gemütlich. Immer weiter sind wir auf dem Pingenpfad gelaufen. Das ist hier ein sehr schöner regionaler Wanderweg, den wir euch auch gerne ans Herz legen. Marco tut euch gern das unten in der Bio verlinken. Ansonsten sind wir gleich in Bildstock am Restschutzsaal. Das ist unser Ziel. Und weil wir halt Wanderer sind, laufen wir auch wieder zurück, um unser Auto zu holen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hoffen, dass es auch euch gefallen hat, was wir euch jetzt gezeigt haben. Und wenn es gefallen hat, einen Daumen hoch. Und über Kommentare freuen wir uns auch natürlich. Also, bis dann. Tschö. Ciao. Über ein Abo würden wir uns aber auch sehr freuen. Ciao. Am Ziel angekommen. Restschutzsaal in Bildstock. Oh, ich glaube, ich kriege kein Fazit hin. Das kann ich ruhig sagen.
Du bleibst jetzt stehen. Ich bin kaputt. Du bleibst jetzt stehen. Du musst hier nur drauf sein.